Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21, diesmal aus dem Hauptmenü, denn ich habe einerseits gute, andererseits schlechte Nachrichten. Ich würde sagen, wir fangen heute mal mit den schlechten Nachrichten an. Wir sind auf der einen Karte jetzt am Ende angelangt. Ich habe versucht, einmal eine Mission zu erledigen, noch nicht mal die mit den Haltestellen bzw. Stadtteilen auf Stufe 5 zu bringen, sondern erstmal die auf der Linie, die alle Stadtteile quasi befährt, eine Zufriedenheit von 4,5 Sternen zu bekommen. Ich bin die Route einmal gefahren und habe eine Zufriedenheit von 79% gehabt. Das waren 4 Sterne und der eine noch ein bisschen, der letzte ein bisschen angekratzt, aber leider nicht die 4,5 Sterne, und die Route dauert ja an sich schon fast eine Stunde. Da habe ich mir gedacht, okay, versuchen wir es nochmal, jetzt weiß ich, wo sind die Schlaglöcher, ich fahre niemanden nieder, ich fahre niemanden an, ist mir bei der ersten Runde auch nicht passiert, ein paar Schlaglöcher waren dabei, ich war nie zu früh, nie zu spät, hat alles perfekt gepasst, und dann bin ich, glaube ich, 5 oder 6 Mal losgefahren in St. Anthony, oder wo das war, ich glaube, St. Anthony war das zum Losfahren. Und bin über die Autobahn an Gold Island vorbei, und jedes Mal bei derselben Haltestelle ist irgendjemand anscheinend ausgestiegen oder eingestiegen oder auch nicht, weil jedes Mal, 5 oder 6 Mal, war dort das Problem, dass ich eine Strafe bekommen habe, 20.000 für sie haben einen Menschen niedergeführt. 5 oder 6 Mal an derselben Stelle, an der Haltestelle Nummer 2, beim Wegfahren, sie haben einen Menschen angefahren. Da haben wir gedacht, okay, weißt du was, egal, lass mal drauf, scheiß mal drauf, push alles hoch auf Level 5, bringt ja auch eigentlich nichts. Dann haben wir alle Haltestellen auf Level 5, aber es ändert sich ja von unserem Streckennetz nichts mehr. Also, da habe ich mir gedacht, komm, wir haben jetzt schon fast 100 Folgen vom Bus-Simulator. Wir starten jetzt mal rein in die zweite Karte. Wir haben ja noch eine zweite Karte, die wir hier spielen können. Ich habe mich auch mal informiert, ja mal geguckt, wie haben die anderen das gemacht. Das dauert natürlich lange. Also das dauert sehr, 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 sehr lange, bis ich alle Haltestellen auf Stufe 5 gebracht hätte. Aber das sei jetzt mal außer Acht gesetzt. Ich habe mich informiert, ob da noch was kommen würde. Es wäre der letzte Mission gewesen. Also diese Mission wäre der letzte Mission gewesen. Alle Haltestellen, alle Stadtteile auf Stufe 5 und dann eben eine Route fahren zu ihrer Hauptverkehrszeit mit einer guten Bewertung und eben diese eine Route, die durch alle Stadtteile fährt, mit einer 4,5 Sterne, mindestens 4,5 Sterne Bewertung. Wenn möglich sogar eine 5 Sterne Bewertung. Wie gesagt, habe ich einmal versucht, nicht geklappt. Dann wollte ich es nochmal versuchen und dann habe ich tausendmal Menschen angefahren, warum auch immer. Da war nie wo einer und trotzdem kam jedes Mal die Fehlermeldung. Sie haben einen Menschen angefahren. Ja, keine Ahnung. Da haben wir halt Menschen angefahren und dieser Mensch hat uns ins Gefängnis gebracht und jetzt haben wir unseren alten Job aufgegeben und ziehen in eine neue Karte. Wir ziehen in eine neue Karte und starten ein neues Spiel, und zwar in Seaside Valley. Angel Shores, da waren wir im Gefängnis, das lassen wir hinter uns und ziehen jetzt nach Seaside Valley, und das sind dann die guten neuen Nachrichten. Wir starten nämlich rein mit einer neuen Map. Mit seiner traumhaften Natur und der überwältigenden Berglandschaft ist Seaside Valley immer einen Besuch wert. Aber wie kommt man hin? Schnall dich an und stell dich der Herausforderung, eine Verkehrsverbindung zwischen dem Hafen und den Bergdörfern von Sonnenstein zu schaffen. Kehre nach Seaside Valley zurück und erlebe die bescheidenen Anfänge des Unternehmens noch einmal. Dein neues Gebiet befindet sich in Europa, also denke daran, dich an die hiesigen Verkehrsregeln zu halten. An Kreuzungen gilt rechts vor links, an einer roten Ampel musst du immer stoppen, es gibt kein Abbiegen mehr, wenn man da rechts fährt. Das geht in Europa nicht, in Angel Shores schon, in Seaside Valley nicht. Geschwindigkeitsbegrenzungen geben die zulässige Höchstgeschwindigkeit an. Es ist erlaubt, langsamer zu fahren. Das sind also die Verkehrsregeln, die einzigen Verkehrsregeln, an die wir uns halten müssen. Das finde ich gut. Na gut. Seaside Valley. Oh Gott, wo haben wir denn damals angefangen? Alle Steuerungen sind manuell. Ich glaube, wir haben den Beauftragten genommen, oder? Was bedeutet das hier? Vereinfachtes Fahren auf realistischen Funktionen beschränkt. Okay, weißt du was, bevor wir da anfangen, ich würde ganz gerne nochmal hier, ich mach mal weiter. Wir laden nochmal die Karte ganz neu. Die von gerade eben. Also die von den letzten 100 Folgen quasi fast schon. Schau dir ja. Streckennetz an. Wir haben es weit gebracht. Steht das hier vielleicht? Wir bieten ein ordentliches und schnelles öffentliches Verkehrsnetz. Es ist fast perfekt. Es braucht nur hier und da noch ein paar Feinabstimmungen, dann sind wir fertig. Leider glaube ich nicht. NPC-Spawn-Rate, na, die soll natürlich hoch sein. Leider steht das hier nicht. Server-Einstellungen, bringt mir eigentlich nichts. Schnelle Reise mit Bussen, begrenzt, Busauswahl. Warum ist das begrenzt, die Busauswahl? Achso, okay. Weiß ich gar nicht. Was haben wir denn da genommen? Ich glaube, wir haben nicht das härteste genommen.
Ich glaube, wir haben den Beauftragten nochmal weiter an den Strecken. Jetzt war einfach das Fahren auf realistische Funktionen beschränkt. Genau, alle Steuerungen sind manuell, ist glaube ich auch das Schalten. Deswegen nehmen wir mal den Beauftragten. Ich weiß nicht, ob wir den Purist auf Rädern genommen hätten. Ich glaube nicht. Wir nehmen mal den Beauftragten. Name des Unternehmens, wir bleiben natürlich bei Muckimucks Buswahnsinn, eh klar. Muckimucks Buswahnsinn. So, Sandbox-Modus deaktiviert. Was ist denn Sandbox-Modus? Nee, wir brauchen keinen Sandbox-Modus, wir wollen ja Mission machen. So, Muckimucks Buswahnsinn, Unternehmenseinstellungen passen. Aber wir können die ja noch ändern. Wir können die hier noch ändern, das ist ja kein Problem. Sollte kein Problem sein. Wir gucken gleich mal und starten rein in die neue Map. Ich hoffe, es hat mir jetzt nicht böse, dass wir die alte nicht mehr komplett abschließen, aber wir starten hier rein in Seaside Valley in eine neue Map und hier gibt es hoffentlich nicht eine Mission, die sagt, bring alle Haltestellen auf Stufe 5. Das ist, finde ich, nicht wirklich eine gute Mission. Also da haben wir bessere gehabt, nur bringe alle Haltestellen auf Stufe 5. Das ist so einfach nur so ein Missionsfüller, ohne viel Sinn dahinter. Hätten wir auch hinschreiben können, bringe alle Haltestellen oder alle Gebiete auf Stufe 50. Na, wir waren lange genug dort. Ich bin froh, dass wir unser altes Leben, unser Vorgefängnisleben jetzt hinter uns lassen können und unser neues Leben starten können hier in Seaside Valley. Willkommen zurück in Seaside Valley, der mitteleuropäischen Stadt. Der mitteleuropäische Stadt ist ein Fanliebling unter Busenthusiasten. Erlebe das ländliche Dorf Sonnstein, tauche ein in das industrielle Treiben am Hafen, fahre den internationalen Flughafen an, genieße die herrliche Stadt Kehrstadt und entdecke das lebendige Stadtzentrum von Seaside Valley selbst. Denke daran, dich jederzeit an die lokalen Verkehrsregeln zu halten, dann wird deine neue Unternehmung ein Erfolg. Dieses kulturreiche und vielseitige Gebiet benötigt ein neues Busnetz. Mach dich also bereit, das wird eine glatte und pünktliche Fahrt. Seaside Valley kennen vielleicht die ein oder anderen, die hier zuschauen, schon aus Bus Simulator 18, aus dem Vorgängerteil. Da gab es nämlich diese Map schon. Hier gab es ähnliche Chance als neue Map und Seaside Valley nochmal zu spielen. Ich habe Bus Simulator 18 nicht gespielt, deswegen ist das für mich hier komplettes Neuland und ich bin schon sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Außerdem habe ich beschlossen, die Folgen auf um die 30 Minuten jetzt zu erhöhen. Wir waren ja bisher immer so bei 20, 25 Minuten. Ich würde jetzt ganz gerne so um die 25, 30 Minuten machen, damit wir ein bisschen mehr durchbringen an der Folge. Ich glaube, das kommt bei euch sicherlich auch ganz gut an. Na gut, nehmen wir mal an und schauen wir mal, was denn die erste Mission für uns auf Lager hat. Lerne Seaside Valley kennen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist. Und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem haben. Oh, da fährt da schon einer. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Das wird dann wohl die hier sein, die Linie 1. Da fährt der Bus schon irgendwo hin und es ist ja anscheinend ziemlich viel Verkehr. Guck dir das mal an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Stocker Square. Lerne Seaside Valley kennen. Okay, das ist die bestehende Linie. Beim Astra Park. Uiuiui, da haben wir mal eine große Map. Ach, das ist Astra Park und da ist nochmal Astra Park. Okay, das haben wir doppelt beschrieben. Aber ich glaube, das Gebiet sollte alles das gleiche sein. Astra Park, genau. Dann haben wir Oakville, dann geht es irgendwo nach oben, da geht es aber nicht so weiter. Siegwalden haben wir, Agricultural Zone, Shoba Grounds, Old Town, Meyerheim, Schafetterfield, Westfield, Steineck, Kehrstadt, Sonnstein und der Airport da hinten. Also ein bisschen Englisch benannt, ein bisschen Deutsch benannt. Harbor haben wir hier unten auch, Industrial Zone. Na, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall haben wir da ziemlich viele Überlandstrecken. Wir haben eine Autobahn hier zwischendurch, ein riesiges Autobahnkreuz und hier haben wir eine große Innenstadt. Old Town, Meyerheim, Schafetterfield und Shoba Grounds. Und da unten geht es dann mit ein paar kleinen Straßen nach oben Richtung Sonnstein und Kehrstadt und zum Flughafen. Na, ich bin gespannt. Die ersten Schritte. Gründe dein Unternehmen, erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen Astra Promenade, Sellermann Research Center, North Spoke, South Spoke und Stocker Square. Das sollten dann genau die Haltestellen sein, die hier angefahren werden. Das ist die Promenade, da haben wir das Research Center. Hier ist North Spoke, da ist South Spoke, da ist Stocker Square und da ist der Granite Square. Der gehört da vielleicht gar nicht dazu. Ich weiß gar nicht. Die verbundene Routen 0 von 2, das gehört hier definitiv nicht dazu. Dann gucken wir mal. Route 1 ist ja nicht so gut.
erstelle eine Route, die Media Center Astra, Granite Square, West Spoke und East Spoke bedient. Was haben wir denn da? Du kannst diese Route nicht bearbeiten. Okay, vielleicht können wir die später bearbeiten. Weil das nach unten, Routenbalance passt schon mal nicht. Ich würde gern sehen, ob die Hauptverkehrszeit zusammenpasst. Weiß ich gar nicht. Wir können mal eine neue Route erstellen und gucken, ob die hier zusammenpasst. Da haben wir eine Sonnenhaltestelle, die Astra-Promenade. Und das andere sind die hier. Okay. Da haben wir eine Nachthaltestelle, eine einzige da hinten. Das fängt ja schon mal gut an. Huiuiuiui. Wir wollen natürlich auch hier wieder ein Busnetz starten, das mit der Nachfrage, mit der Haltestellen einsteigen und aussteigen, Routennachfrage eben, und auch mit der Hauptverkehrszeit zusammenpasst. Dass wir quasi eine Linie machen, wo nur in der Nacht gefahren wird, wo nur, also quasi wo die Hauptverkehrszeit nur in der Nacht ist oder mittags oder eben hier vormittags und nachmittags. Das würde ich gerne beibehalten. Und viel mehr als den Astra-Park kennen wir leider noch nicht. Aber gut, um diese Routen, um diese Linien zu erstellen, brauchen wir eben auch andere Gebiete, die wir dann später kennenlernen werden. Und das wird vermutlich noch eine Weile dauern. Wir starten jetzt mal rein auf Route 1. Einen Zahltag sollen wir auf dieser Route erreichen. Wir sollen die Route bei Nacht fahren, den Bus anpassen. Das machen wir dann später, weil die Route werden wir ändern müssen. So wird das nicht bleiben. Dann eine neue Route erstellen zwischen Media Center Astra, Granite Square, West Spoke und East Spoke. Da können wir theoretisch die Route dann ändern. Dann einen Zahltag auf dieser Route erreichen. Eine andere Route erstellen zwischen South Spoke, West Spoke, East Spoke, North Spoke. Oh Gott, und 20 Fahrgäste auf dieser Route befördern. Also da haben wir ja schon einiges zu tun. Da haben wir ja schon mal einiges zu tun. So, wir sollen nur einen Zahltag erreichen. 130.000 haben wir gerade. Dann würde ich sagen, wir hauen uns gleich mal rein. Egal, wo da jetzt Anfangshaltestelle oder Endhaltestelle ist. Oder fährst du selbst? Oh, ich fahre heute selbst. Ah, toll. Danke. Und fahren wir mal los. Auf einer neuen Karte in Europa. Na, ich bin gespannt. Die ersten Schritte mit unserem Standard Mercedes-Benz. Wie früher, wie einst auch in Angel Shores, dem Mercedes Seaside Rally unterwegs. So, Kreuzung gilt rechts vor links. Mal gucken, ob das für die hier auch gilt. Wir sind auf einer Vorfahrtsstraße, also eigentlich sollten ja wir Vorrang haben. Aber ich hoffe mal, die halten sich da auch alle dran. Was stinkt denn hier so? Hat der den Mund vielleicht aufgemacht? Kann das sein? Der Busfahrer hat's drauf, der kann kontern, mein Lieber. Sollen wir ganz kurz gucken, ob der Bus noch dieselben Einstellungen hat? Nee, da können wir ein bisschen nach unten. Machen wir das mal so. Ich mag das, ein bisschen weiter unten zu sitzen. So, ich fahre jetzt mal. Wir haben hier die Vorfahrtsstraße. Wir fahren da jetzt. Und auch eine Neuheit. Guck mal eine an. Wir haben hier Haltestellenbuchten. Nordspeicher. Was? Nordspeicher? Das heißt ja doch, ist ja doch auf Deutsch. Ist ja doch auf Deutsch verfügbar. Kann man da vielleicht was ändern? Warte mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz in die Einstellungen. Benutzeroberfläche. Audio ist es ja nicht. Kann man da vielleicht was ändern, dass das hier auf Deutsch auch steht? Allgemeine Einstellungen. Sprache Deutsch. Na, passt doch. Busse schnell starten. Übernahme bei Inaktivität. Nordspeicher heißt die Haltestelle und wie bekommen wir North Spoke angezeigt? Warum denn? Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. So, 460. Da steht hier nicht, wie viel wir schon gegeben haben. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen in den Einstellungen herumfuschen. Kann das sein? Wo sind denn hier die Unternehmenseinstellungen? Brauche ich? Sehen wir die hier? Warte mal, die sehen wir, glaube ich, hier. Da sind die Unternehmenseinstellungen. Verbieten. Die Schnellreise mit Bussen. Erlauben. Busauswahl begrenzt. Schlagdachstaffel. Passt, 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 passt. Buskauf überall. Uniform tragen deaktiviert. Schaut gut aus. Haben wir da nicht eine Möglichkeit gehabt anzuzeigen? Persönliche Präferenzen. Vielleicht ja hier. Schnellreise mit Bussen? Nee. Wahrscheinlichkeit, dass er eigentlich ist. Ach, guck mal. Ja, passt so. Das stellen wir alles auf Mittel. Das ist schon völlig in Ordnung.
Aber haben wir nicht da stehen gehabt, wie viel wir denn gegeben haben? Oder ist das vielleicht hier anders? Vielleicht wollen wir das hier nicht wissen. Oder dürfen wir das hier nicht wissen? So, weiter geht's. Südspeicher. Südspeicher, South Spoke. Also anscheinend haben wir hier deutsche Haltestellenansagen, aber die Haltestellen an sich, genauso wie die Markierungen hier, South Spoke, West Spoke, East Spoke, sind anscheinend auf Englisch. Weiß ich nicht warum. Auf was denn da wartet, ist mir auch ein Rätsel. Die haben ja ein Vorranggeben-Schild. Oh, und wir haben einen Passagier mit Rollstuhl. Mal gucken, ob ich das noch drauf habe. Ja, schaut gut aus. Schaut sehr gut aus sogar. Und da sind noch ziemlich viele Fahrgäste unterwegs. Wenn mein Kater die Tippenmusik zum Winter der Leidenschaft hört, rennt er weg und versteckt sich unter den Bett. So, lala. Achso, Feststellbremse, hoppla. Sehr gut, du lässt uns raus. Das freut mich sehr. Also ich bin ja ein großer Freund von diesen Haltestellenbuchten, muss ich sagen. Bin ich sehr froh, dass wir die haben. So, Stockerlplatz, was? Achso, Stocker Square. Na, aber ich mir das merke, wie die alle hier heißen, ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht, dass ich mir die Haltestellennamen von den allen hier merken kann. Gut, Stocker Square, Stockerplatz, das passt schon. Und Speicher. Westspeicher, Südspeicher, Nordspeicher, Ostspeicher. Auf was warten die denn hier? Wir sind hier auf einer Vorrangstraße, meine Lieben. Also den Fahrstil haben die drauf, wie in Amerika. Da kann man nicht mal schimpfen, die Amerikaner fahren so komisch, die fahren hier genauso. Und geben den Vorrang, die eigentlich gar keinen haben. Na gut, jetzt muss man Vorrang geben, weil da gehen 1000 Leute über die Straße, da kommt schon wieder einer. Na, das wird ja lustig mit unserem Fahrplan hier. Da kommen schon wieder welche. Die wollen alle da über die Straße gehen. Irgendwie sind das ziemlich viele. Wie lange ist denn noch bis zu unserem Zahltag? Na, dauert noch ein Weilchen. Von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Wie kann denn eine Wiederholung was von der aktuellen Handlung enthüllen? Hä? Ich kaufe nie eine Fahrkarte. Ich kaufe nie eine Fahrkarte. Ach, guck mal, da haben wir gleich ein bisschen Bonusgeld, glaube ich, was wir verdienen können von da hinten. Ich bin jetzt eingeschlafen, wahrscheinlich die ohne Ticket. Die fühlt sich sicher. Aber jetzt ist der Muckimuck in der Stadt. Da werden wir andere Linien hier aufziehen. So, 60 fahren wir, ist glaube ich ein bisschen schnell. Mal gucken, wo hier die Schlaglöcher versteckt sind. Ich hoffe, wir haben keine. Uha. Hoppla. Bisschen Lenkrad verzogen. War ich eine dritte Tür? So, die will bestimmt ein Ticket. Na, war ja klar. Ich brauche mehrere Fahrkarten. So, 1,40. Danke. Hey. Hallo. Hallo. Ich brauche eine Fahrkarte. So, passt, alles passend dabei, das finde ich gut. Und wir haben knapp 80%, aber gut, wir sind ja nicht die komplette Strecke gefahren, sondern nur einen Teil. Oh, der senkt sich automatisch ab, sehe ich gerade. Oh, es ist gefährlich, nicht zu blinken. Willst du mich verarschen da hinten? Ich weiß ja gar nicht, wann ich blinke. Wo willst denn du das sehen? Deutsche Kennzeichen haben wir hier auf jeden Fall. Der Bus senkt sich automatisch ab. Aha. Wahrscheinlich haben wir das damals in den Einstellungen ausgeblendet. So, Astra-Promenade. Vielleicht liest uns ja jemand die Karte. Oder die Karten, wohl eher. So, und da haben natürlich wieder alle die Vorrang, die eigentlich das Schild hier haben. Hier sehe ich es, da ist das Schild. Und der lässt die alle vor. Gut, vielleicht auch, weil da alle so über den Zimmerstreifen latschen. Und da sind wirklich viele Fußgänger. Die hatten wir nicht alle in Amerika, da waren nicht so viele zu Fuß unterwegs. Und wenn die zu Fuß unterwegs waren, dann irrsinnig schnell.
Aber so wie die sich hier bewegen, glaube ich, wir haben da ein Seniorenheim in der Nähe. So. Wir haben auch einen Fahrplan, liebe Freunde. Man glaubt's kaum, aber wir haben sogar einen Fahrplan. Na, Gesundheit, mein Lieber. Wow. So, das ist definitiv mal nicht die Astra-Promenade. Was ist das hier? Irgendwas anderes. Vielleicht ja was, was wir später brauchen. Ah, Astra-Promenade. Ich glaube, da kommen wir jetzt genau wieder dort zurück, wo wir gerade eben gestartet sind, beim Busdepot. Der ist übrigens ziemlich... Speedbump. Boink, boink. Na komm, geht rüber. Ich warte eh. Der ist ziemlich schnell auf die 60 km/h hier, der Bus. Da möchte ich ja gar nicht mit dem Elektrobus hier rumfahren, wenn es dann nur geradeaus geht. So, die anderen zwei Damen warten anscheinend. Gehen wir ins alte Sägewerk heute Abend. Genau, ins alte Sägewerk. Das ist eine Horde, in Days Gone zumindest. Vielleicht wollen die ja dorthin. So, da. Was macht denn die da? Bissmörderin, so wie es aussieht. Ja, lauf mal lieber, lauf mal lieber. Da ist unser Busdepot. Und da ist die Astra-Promenade. Die Mittagshaltestelle. Und so wie es aussieht, haben wir... Ja, auch hier ruckelt es ein bisschen. Ich glaube, ich muss mal den PC neu starten, so wie das hier aussieht. Ah, dankeschön für die Info. Machen wir vorne mal auf. So. Jetzt hat es gerade eben schon bei der Aufnahme von Days Gone ein bisschen geruckelt. Diese Lags da zwischendurch. Jetzt haben wir es hier auch, komischerweise. Ich glaube, jetzt müssen wir mal ein Spiel neu starten. Guck mal da oben, der Zahltag. Der mittlerweile immer noch 116, der das zählt also weiter. Bin ich ja gespannt, ob wir die Einnahmen auch bekommen von der anderen Region. Ich vermute mal nein. Hä? Na nü. Achso, schließen alle Bustüren. Aber ich glaube, der Bus senkt sich automatisch ab. Was ich da so rausgefunden habe. Achso. Jetzt ist natürlich die Frage, lässt uns hier jemand raus? Wir sind hier bei UND. Das ist eine tolle Firma. Laut Fahrplan bist du zu spät. No, das merke ich eh. Aber die sind dann alle zu Fuß unterwegs. Das liegt daran, dass es hier kein funktionierendes Busnetz gibt, dass da alle zu Fuß gehen müssen. Und deswegen halten wir uns hier alle auf. So, so wie es aussieht, lässt mich keiner rein, deswegen nehme ich mal den Weg. Tja. So, schnell bevor der andere da wieder kommt. Oh, ich muss mal den PC neu starten, das wird sonst nichts. Weiß nicht, was er da hat. So, Zellermann Forschungszentrum. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also die Haltestellenansagen sind auf Deutsch verfügbar. Das Problem ist halt nur, die Haltestellen an sich sind auf Englisch. Genauso wie die Gebietsbezeichnungen. Na gut, macht ja nichts. Aber eine schöne, moderne Stadt haben wir hier auf jeden Fall. Bin ich schon sehr gespannt. Wir sind jetzt hier in der Stadt unterwegs, wie das aussieht, wenn wir da oben dann in die Gebiete fahren, beispielsweise zum Airport. Da wird es nämlich, glaube ich, ziemlich lustig dort bei den geschwungenen Gebirgsstraßen. Ich gratuliere. So. Du scheinst wirklich an deinen Aufgaben zu wachsen. Du strahlst ja richtig. So wie die Männchen in dem Videospiel von meinem Neffen, wenn sie ableveln oder wie das... Oder wie das heißt. Ja, direkt mal abgebrochen. Dreimal Blinker gesetzt, obwohl gerade ausgefahren. Also bitte, wann soll denn das passiert sein? Und wir machen gerade mal 10.000. Schlappe 10.000 machen wir plus. Das ist wirklich nicht viel. Na gut, dann geben wir denen noch ein Ticket. Weil wir mal nicht so sind. Danke. Das Wetter ist einfach wundervoll. Und dann steigen wir mal aus. Aber wir können ja theoretisch mal nach der Fahrkarte fragen. Die 120 fürs Premium-Ticket? Moment. Na klar. Ja. Die sitzen aber schon sehr nah beieinander, oder? Hier, bitte. Also Entschuldigung, in diesem Bus sind ziemlich viele Sitze frei. Man, das, wenn die hören, dann wundert es mich, warum dich der hier hinsetzt. Wie oft? Ja, so oft ich will. Noch sehen? So, guten Morgen. Da. Hier, bitte.
Hier ist die Fahrkarte. Oh, die sind brav. Oh, klar, und hier. Hier ist ein Foto meiner Katze. Ach so, hier. Sie heißt. Na klar, Munzi. Hier, bitte. Die sind alle hier, brav. Bitte. Guck mal einer an. Jeder hat eine Fahrkarte dabei. Das glaubt einem ja keiner. So, mit dem Fahrplan soll sich der Nächste rumschlagen. Den gebe ich jetzt erstmal ab, den Bus. Das heißt, wir haben eine Mission. Oh, fahre eine Route bei Nacht. Hoppla. Wir sollten die ja bei Nacht fahren, nicht doofi. Aber egal, das schaffen wir mit der Route da unten dann auch, wenn wir die bei Nacht fahren. Ist alles in Ordnung. Können wir die jetzt ändern? Du kannst diese Route nicht bearbeiten oder löschen. Na gut, vielleicht geht das dann, wenn wir die Mission erledigt haben. Es heißt ja eine Route bei Nacht, nicht unbedingt die hier. Eine Route sollen wir bei Nacht fahren. Dann würde ich ganz gerne direkt mal eine Route erstellen. Wir könnten ja die hier mitnehmen, die Haltestellen. Das wird von der Hauptverkehrszeit auf jeden Fall mal zusammenpassen. Wir hätten zwei Einstiegshaltestellen, Ausstiegshaltestellen. Wird gut klappen. Wir bräuchten halt vielleicht noch einen Bezirk dazu. Das wäre eine gute Idee. Naja, wurscht. Das müssen wir sowieso erstmal an die Mission halten. Einen Zahlentag auf einer Route zwischen Media Center Astra. Das ist das hier. Granite Square, das ist, glaube ich, der da unten. West Spoke. Und East Spoke. So. Dann ist das hier Route 2. Hoffentlich. Wobei die auch scheiße ist, weil wir haben hier erstens eine unausgeglichene Routennachfrage. Wir haben hier zwei nach oben zu viel. Da können wir uns vielleicht die hier mitnehmen. Wobei wir da auch nicht wirklich mehr verdienen. Ja, doch ein bisschen. Aber von der Hauptverkehrszeit passt das auch nicht. Wir haben da drei Haltestellen, die mittags und nachmittags angefahren werden. Eieiei, das ist mir ein Graus im Auge. Heieieiei. Drei Haltestellen, die mittags und nachmittags angefahren werden. Wir haben eine, die mittags angefahren wird, eine, die nachts angefahren wird. Alles durcheinander. Eieieiei. Mir graust. Und wir müssen auf dieser Haltestelle, beziehungsweise auf dieser Linie, auch einen Zahltag erhalten. Okay. Gut, die Route wird es nachher eh nicht mehr geben. Das heißt, wir holen uns jetzt nochmal den Mercedes-Benz hier. Wir können den ja wahrscheinlich nicht umtauschen. Wir können den nicht von der Linie 1 wegtun. Der muss dort bleiben. Aber wir können uns einen weiteren kaufen, den wir nicht anpassen werden. Das machen wir später dann. Wenn wir wissen, wir haben irgendwo irgendwo müssen wir mal den Bus anpassen, sonst haben wir die Mission nicht erledigt. Aber wenn wir dann vielleicht ein anderes Gebiet freischalten, wo wir dann ein bisschen größer werden können von der Strecke her, dann können wir den Bus auch wirklich anpassen, wieder mit Außenlackierung und so weiter und so fort. Da bin ich auch sehr gespannt, welche wir da haben werden. Auf jeden Fall, jetzt kommt erstmal der Bus hier hinein. So. Und dann würde ich sagen, wissen wir auch gleich schon mal, was wir in der nächsten Folge tun werden. Nämlich diese Mission erledigen, einen Zahltag auf dieser Route erreichen. Dann haben wir vielleicht jetzt schon 15.000. Mal gucken, wie viel das dann wirklich wert sein soll, diese Route. Aber auf jeden Fall starten wir hier natürlich wieder bei Stunde 0. Wir haben 660.000 gehabt in Amerika bei den letzten Zahltagen. Jetzt fangen wir wieder an bei 10.000. Eieieiei, da müssen wir uns wieder fleißig hocharbeiten. Aber mal gucken, wenn wir gute Linien erstellen, die gut zusammenpassen mit der Nachfrage und eben auch mit der Hauptverkehrszeit, dann wird das bestimmt easy cheesy funktionieren. Mal schauen. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier bei Let's Play Bus Simulator 21. Ja, und wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Bis dahin, tschüss!